Hohe Zinsen, starkes Wachstum, geprüfte Geschäftsberichte und auch bei mir stimmt die Rendite. Heute geht es um PeerBerry, meine Erfahrungen damit, Rendite und Risiko der Plattform und ob sich auch für dich eine Investition lohnen kann. Damit herzlich willkommen bei Northern Finance, mein Name ist Alex Black. PeerBerry, das ist die Plattform für P2P-Kredite, also dem Investieren in Kredite anderer Menschen, bei der Investoren in den letzten Jahren mit die besten Zinsen am Markt bekommen haben und aktuell wieder 11-12% pro Jahr verdienen können. Das ist mehr als beim Marktführer Mintos aktuell üblich ist und auch mehr als bei vielen Konkurrenten, die ich in diesem Video hier regelmäßig analysiere. Ich selbst bin auch auf PeerBerry investiert und möchte dir meine Erfahrungen mitgeben, damit du entscheiden kannst, ob die Plattform was für dich ist oder eben auch nicht. Davor kommen wir aber erstmal zu den grundlegenden Informationen, die jeder Investor kennen sollte. PeerBerry ist ein P2P-Marktplatz aus Lettland, auf dem Investoren in Kredite von mehreren Kreditgebern investieren können. Dabei ist PeerBerry stärker als alle anderen ihrer Konkurrenten wie Mintos, Bondora und Estate Guru aus der Krise gekommen. Das muss man ganz klar sagen, PeerBerry ist Krisengewinner, wie man auch hier sieht. Anfang 2020, vor der Corona-Krise, wurden rund 20 Millionen Euro pro Monat finanziert. Jetzt sind wir allerdings bei 47 Millionen Euro pro Monat, also mehr als einer Verdopplung innerhalb von einem Jahr, und das Wachstum scheint hier vorerst zumindest kein Ende zu nehmen. Das zeigt einfach, wie attraktiv die Plattform für Investoren geworden ist. Insgesamt sind mittlerweile mehr als 42.000 Investoren hier aktiv. Dabei werden in erster Linie Kurzzeitkredite finanziert, die 30 bis 60 Tage laufen. Das ist vorteilhaft, wenn die Inflation noch weiter steigen sollte zum Beispiel, da man so sein Geld schnell zu einem höheren Zinssatz verleihen kann oder auch das Geld schnell abziehen kann. Dabei gibt es auf der Plattform allerdings nur 4 Kreditgeber. Ja, und wie wir hier sehen, sind mehr als 80% davon Unternehmen der sogenannten Aventus-Gruppe. Das ist ein Unternehmensverbund, der in 14 Ländern, in diesen Ländern hier, Kredite vergibt, vor allem in Osteuropa und Asien, und das seit mittlerweile 12 Jahren mit heute 1600 Angestellten. Wie gut es diesen Unternehmen geht und wie hoch das Risiko hier ist, dazu gleich mehr. Allerdings gehen wir jetzt erstmal auf die Plattform selbst ein. Wie wir hier sehen, bin ich mit aktuell 500 Euro investiert. Das mache ich immer so, wenn ich eine Plattform teste. Erstmal Geld einzahlen und schauen, ob das Ganze funktioniert und wenn ja, wie gut. Und wenn dir das Video gefällt, lass mir doch ein Abo da für mehr solcher Videos und ein Like, was dieses Video auch sehr unterstützt. Hier sehen wir das Dashboard und den Status meiner Investitionen hier rechts. Aktuell sind 3/4 davon im aktuellen Status und der Rest ist im Verzug. Sobald ein Kredit mehr als 60 Tage im Verzug ist, ist der jeweilige Kreditgeber verpflichtet, diesen Kredit zurückzukaufen, also dir den Kredit abzukaufen, und du behältst die Zinsen, die bis dahin angefallen sind. Wenn wir oben auf Investieren hier im Dashboard klicken, sehen wir, dass aktuell mehr als 8.900 Kredite auf PeerBerry angeboten werden und das mit bis zu 12% Verzinsung. Dabei haben alle Kredite hier eine Rückkaufgarantie. Ich nutze zum Investieren ausschließlich das Auto-Invest, um mir möglichst wenig Arbeit zu machen. Man könnte das Ganze auch von Hand erledigen und die Bedienung vom Auto-Invest ist denkbar einfach. Dabei legt man hier als erstes fest, welcher Kreditgeber hier dabei sein soll. Ich habe alle ausgewählt, aber man kann auch nur bestimmte Unternehmen auswählen oder andere ausschließen, zum Beispiel die, die keine Konzerngarantie haben. Das sind ausschließlich die Immobilienkreditgeber hier. Danach wählt man aus, wie hoch der Zinssatz mindestens sein soll, und bei mir sind das 11%, die ich mindestens verdienen will. Die trage ich also hier ein, und wer mag, kann auch ein Limit nach oben setzen. Danach definiere ich die maximale Laufzeit und die soll bei mir nicht länger als 30 Tage betragen. Aber gerade die Immobilienkredite laufen natürlich wesentlich länger, und wer hier eine kürzere Laufzeit wie ich wählt, schließt dann diese längeren Kredite aus. Danach legen wir noch einen Namen fest, wie groß das Portfolio sein soll und wie viel maximal in ein Darlehen investiert werden soll. Um hier in möglichst viele Kredite zu investieren, bieten sich 10 Euro als Mindest- und Maximum-Investment an.
Außerdem investiere ich nur in aktuelle Kredite und möchte reinvestieren. Da ich mittlerweile 500 Euro hier auf der Plattform investiert habe, kann ich die Portfoliogröße etwas nach oben setzen auf 600 Euro, damit einfach weiter investiert wird. Zuletzt akzeptiert man noch die Benutzervereinbarung und speichert und aktiviert das Ganze. So schnell geht das. Kosten fallen übrigens dabei keine auf der Plattform für Investoren an. Diese tragen die Kreditgeber ausschließlich. Wenn du auf Peerberry investieren willst, dann nutz einfach den Link unten in der Videobeschreibung, um dir einen Bonus von 0,5% nach 30 Tagen auf dein Investment und deine Rendite zu sichern und diese direkt etwas nach oben zu schrauben. Kommen wir damit auch zum Risiko und der Sicherheit auf der Plattform, denn alle Kredite haben eine Rückkaufgarantie und bei fast allen ist auch eine Garantie vom Konzern dabei. Aber die Frage ist natürlich, wie viel ist diese Garantie eigentlich wert? Letztes Jahr haben wir gelernt, manche Garantien sind fast gar nichts wert bei anderen Plattformen. Schauen wir uns erstmal die Rückkaufgarantie und dabei die Kreditgeber, die den größten Teil vom Kuchen ausmachen, genau an. Hier haben wir die Top 4 Kreditgeber, die rund 40% aller Kredite auf Peerberry ausmachen, die also die wichtigsten sind. Dafür habe ich eine Tabelle hier, die nicht öffentlich zugänglich ist und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Like dafür als Unterstützung dalässt für solche Informationen. Die Credit Plus Ukraine ist dabei das größte Unternehmen und auch das Zugpferd, was den Profit angeht, innerhalb der Aventus-Gruppe. Letztes Jahr hat Credit Plus mehr als 8,3 Millionen Euro Profit generiert und ist damit höchst profitabel. Der zweitgrößte Kreditgeber, Belka Credit Russland, hat hingegen einen Verlust von 600.000 Euro letztes Jahr verzeichnen müssen und im Blog wurde das Ganze damit erklärt, dass man massiv ins Marketing für Neukunden investiert hat und das auch erfolgreich war, wodurch 2021 wohl das profitabelste Jahr bisher werden wird. Dinado Denek Russland ist ähnlich vorgegangen und war gerade so profitabel und Credit 7 Russland, hier verhält es sich genauso. In Russland hat die Aventus-Gruppe also massiv ins Wachstum investiert, was man jetzt auch in den am Anfang gezeigten Zahlen vom heute finanzierten Kreditvolumen ganz klar sieht. Und gleichzeitig ist die Ukraine so profitabel mit Credit Plus, dass es kein Problem ist, so hohes Wachstum zu finanzieren und gleichzeitig die Investoren auch pünktlich und in voller Höhe zu bezahlen. Alle Zahlen von allen Kreditgebern auf Peerberry sind dabei von Wirtschaftsprüfern bestätigt worden. Sicher ist aus diesen Gründen eine Investition auf Peerberry aber noch lange nicht. P2P-Kredite tragen ein hohes Risiko, aber das ist natürlich ein Vorteil von einer Unternehmensgruppe wie Aventus, dass man mit starken Zugpferden Wachstum in einigen Bereichen finanzieren kann und gleichzeitig den Investoren Sicherheit bieten kann durch diese diversifizierte Aufstellung weltweit. Peerberry als Plattform selbst ist dabei relativ unbedeutend, die Kreditgeber sind hier wirklich viel wichtiger, aber Peerberry selbst arbeitet auch profitabel, indem es den Kreditgebern eine Gebühr berechnet, ihre Kredite auf der Plattform zur Verfügung zu stellen. Der Geschäftsbericht von Peerberry ist auch geprüft, aber wie gesagt eher unwichtig. Seriös ist Peerberry meiner Meinung nach aber ganz klar und auch die Unternehmen der Aventus-Gruppe dahinter. Sie werden unter anderem von der russischen Finanzaufsicht reguliert und ihre Einträge sind auch in dieser Tabelle hier aller regulierten Mikrofinanzinstitutionen in Russland zu finden. Auch die Credit Plus, das größte Profitzugpferd der Gruppe, wird in der Ukraine von der dortigen Finanzaufsicht reguliert und hat alle notwendigen Lizenzen. Ziehen wir mal ein Fazit, wie meine Erfahrungen mit Peerberry bisher sind. Fangen wir dabei mit dem Negativen an. Hier fällt mir aktuell auf, dass es ja kein wirklicher Marktplatz war und auch keiner ist wie Mintos zum Beispiel, sondern vor allem Kredite der Aventus-Gruppe weiterhin finanziert werden mit rund 80%. Scheitert also irgendwann diese Gruppe, ist es auch schlecht um Peerberry selbst bestellt. Konkurrent Mintos hat als erster nach 1,5 Jahren ihre Lizenz in Lettland bekommen. Bei Peerberry hat man sich auch darum beworben, den Zuschlag aber noch nicht erhalten. Auch ist noch unklar, wie gut eigentlich die Eintreibung bei einer Pleite von einem Kreditgeber funktioniert, denn es gab noch keine. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, in der Krise hat die Aventus-Gruppe durchaus profitabel gearbeitet und ihr monatliches Kreditvolumen durch schlaue Investitionen um mehr als 150% steigern können, während die Profite im ersten Halbjahr 2021 um fast 100% gestiegen sind. Allerdings sind diese Zahlen noch nicht geprüft.
Auf der Plattform gibt es auch keinen sogenannten Cash-Track, also alles, was ich bisher eingezahlt habe, und auch bei anderen Investoren ist das so, war immer investiert und kein Geld lag unverzinst rum. Der Autoinvest funktioniert auch sehr gut und die Aventus-Gruppe und PeerBerry selbst können als Sieger der Krise ganz klar bezeichnet werden, denn während andere Plattformen noch Probleme haben oder ihr Kreditvolumen nicht erhöhen, legt PeerBerry ein sehr starkes Wachstum hin. Wenn du investieren willst, nutz den Link unten in der Videobeschreibung und sicher dir deinen Bonus und sag mir in den Kommentaren auch, was du zur Plattform denkst, und für Austausch zu P2P-Krediten komm gern in unser Forum, der Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Das soll es gewesen sein, ich wünsche dir eine gute Rendite und bis zum nächsten Mal.